Was geht ab, meine Lieben? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video, was du dir unbedingt ansehen solltest, bevor du ein Business startest. Überall sprechen Menschen von Businessen, überall sprechen Menschen von Unternehmer sein, von einer Company, die sie aufbauen wollen und so weiter und so fort. Das ganze Internet ist voll mit motivierenden Sprüchen, mit irgendwelchen Tipps, Business Advice, Marketing Hacks hier und da und so weiter und so fort, was vor einigen Jahren überhaupt noch nicht der Fall war und was primär auch erstmal nichts Schlechtes ist. Ja, ich bin niemand, der dagegen ist, im Gegenteil, ich tue das selbst. Aber, und hier kommt das große Aber, wenn du ein Business starten möchtest, also Unternehmer werden möchtest, dann musst du bestimmte Dinge beachten und du solltest kein Business starten, wenn du diese fünf Dinge nicht mit dir vereinbaren kannst. Die erste Sache ist, dass du kein Business starten solltest, wenn du nicht bereit bist, auch etwas dafür aufzugeben. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass man immer, immer, egal was man im Leben haben will, etwas aufgeben muss, um eine andere Sache zu erhalten. Wenn das ist, dass du fit sein willst, gesund sein willst, dann musst du in der Regel deine Ernährung umstellen, ja, beziehungsweise wenn du dich nicht gesund ernährst, dann musst du darauf achten, dass du genug schläfst, du musst darauf achten, dass du Sport machst, wenn du wirklich gesund sein willst. Das ist es, was in der Regel Gesundheit ausmacht. Aber was musst du dafür aufgeben auf der anderen Seite? Du musst dafür beispielsweise Fastfood aufgeben, du musst dafür aufgeben, nachts lange wach zu bleiben und dann nur wenige Stunden zu schlafen. Du musst dafür ein paar Stunden vor dem Fernseher aufgeben und du musst deine Willenskraft ein bisschen überwinden, weil du zum Sport musst. Und das sind alles Sachen, die wir tun müssen, um fit zu sein, gesund zu sein und eben einen gesunden Körper zu haben. Und genauso ist es aber auch im Business. Im Business müssen wir sehr, sehr viel aufgeben, um natürlich auch wiederum viel zu erhalten. Was müssen wir aufgeben? Wir müssen ein kurzfristiges, vielleicht höheres Einkommen aufgeben, um ein langfristig noch höheres Einkommen zu erhalten. Ja, wenn wir Unternehmer werden wollen oder ein Business starten, verdienen wir in der Regel nicht sofort Geld. Ja, es kann funktionieren, je nachdem welches Geschäftsmodell du wählst, funktioniert das relativ schnell. Aber es kann auch lange dauern und vor allen Dingen ist es ausdauernd und du hast eben nicht die Freizeit, die du als Arbeitnehmer hast, wenn du ein Business startest. Du musst also in der Lage sein, das aufzugeben, um dir ein Business aufzubauen. Das ist also der erste Punkt. Du musst bereit sein, Dinge aufzugeben. Der zweite Punkt ist, dass du nicht nur wegen des Geldes ein Business starten solltest. Ich bin kein Feind von materiellen Zielen. Im Gegenteil, ich bin sogar ein Freund davon, weil man kann sich sie vorstellen, man kann sie visualisieren und man kann sich alles Mögliche, was man sich für Geld kaufen kann, vorstellen. Ja, ein Urlaub, ein teures Auto, eine tolle Wohnung, was auch immer. Aber du solltest anfänglich, hast du die Motivation durch das Geld, ja, so starten die meisten, auch ich bin so gestartet, aber dann solltest du es nicht nur für das Geld tun, weil die Leute, die es nur für das Geld machen, ja, die nur aufgrund des Geldes Unternehmer sein wollen, dann cool viel Geld verdienen wollen, die scheitern. Weil es gehört so viel mehr dazu, als oder man muss so viel mehr wollen. Du musst ein gutes Produkt schaffen, du musst die richtige Zielgruppe finden, du musst auch Passion bei der Sache haben. Natürlich solltest du nicht nur wegen der Passion starten, das ist ein ganz anderes Thema, aber du solltest das gerne machen. Du solltest ein Produkt erschaffen wollen, du solltest dich gegen deine Konkurrenz durchsetzen wollen. Das sind alles Dinge, die zusätzlich eine Motivation für dich sein sollten. Und wie gesagt, du darfst es nicht nur für das Geld tun. Punkt Nummer 3 ist, werde nur Unternehmer, wenn du ein Produkt oder eine Dienstleistung schaffst, die wirklich Probleme löst, denn auch nur dann wirst du langfristig erfolgreich. Ich hatte es ja eben schon angesprochen, du darfst es nicht nur für das Geld tun, sondern du musst etwas schaffen, was wirklich ein Problem löst und wenn du das machst, dann wirst du erfolgreich. Und das schaffst du in der Regel nur, indem du eine Nische identifizierst, einen Markt identifizierst, eine kleine Gruppe von Personen, die muss jetzt nicht so mega klein sein, aber es sollte eben eine spezifische Gruppe sein. Du musst die Bedürfnisse dieser Gruppe erkennen, die Probleme dieser Gruppe erkennen, ja, weil das ist nichts anderes als ein Business. Es ist das Lösen eines Problems durch ein Produkt oder eine Dienstleistung. Und solltest nur dann ein Business starten, wenn du weißt, ja, was letztendlich dieses Produkt oder die Dienstleistung ist und welches Problem du damit löst.
Ja, und das ist eben der dritte Punkt. Und damit ganz verwandt ist auch der vierte Punkt: Werde nur Unternehmer, wenn du die Bedürfnisse und die Wünsche und die Träume deiner Zielgruppe ganz genau kennst. Auf gut Deutsch gesagt, kenne deinen Markt. Du musst deine Zielgruppe, denjenigen, für die du ein Produkt oder eine Dienstleistung erstellst, die das Problem löst, besser kennen als sie selbst. Das hört sich jetzt erst einmal komisch an, aber da ist sehr viel Wahres dran. Weil wenn du dich sehr lange mit einem Markt, mit deiner Zielgruppe beschäftigst, dann wirst du bestimmte Gemeinsamkeiten feststellen. Beispielsweise gibt es bestimmte Phrasen, die deine Zielgruppe immer wieder verwendet. Es gibt bestimmte Webseiten, wo sich deine Zielgruppen aufhalten. Es gibt bestimmte Probleme, die immer wieder gleich sind. Es gibt bestimmte Wünsche und Träume, die sie haben. Du musst also wirklich den Markt kennen. Du musst wissen, in welches Business gehst du rein und was ist für dieses Business typisch. Und denk nicht, nur weil du irgendeine tolle Idee hast, hast du die perfekte Lösung für jedes Problem gefunden. Nein, du musst wirklich genau wissen, wer ist dein Kunde? Und zwar in einer großen Anzahl. Was sind die Gemeinsamkeiten, die dieser Kunde hat? Sprich auch mal mit Personen, bevor du ein Business startest. Ich kenne super viele Leute, die wollen ein Online-Business starten, online durchstarten, aber sprechen nie mit Menschen. Und das wiederum führt dazu, also nie mit Menschen aus ihrer Zielgruppe, was wiederum dazu führt, dass sie gar nicht wissen, wen sie vor dir haben. Viele Menschen erschaffen Produkte und Dienstleistungen, die eigentlich nur für sie selbst geschaffen sind. Aber wirklich die Bedürfnisse erkennen, heißt für mich, zu wissen, was diese Person werden will. Ja, weil das tun Produkte oder das tun wir mit Marketing letztendlich unserer Produkte. Wir zeigen nicht irgendwelche Features des Produktes, sondern wir zeigen die Benefits. Wir zeigen demjenigen, der unser Produkt kaufen soll, auf, wie seine neue Welt aussieht. Also was ist das, was er bekommt? Wie sieht die Person aus, die er wird? Ja, und mit Aussehen meine ich, was ist das, was der Kunde haben will? Was für eine Veränderung will er haben? Und nichts anderes ist letztendlich Verkaufen. Der fünfte und letzte Punkt ist, werde kein Unternehmer oder starte kein Business, wenn du nicht verkaufen kannst. Verkaufen zu können, Marketing zu beherrschen, ist neben der Erstellung eines perfekten oder nicht perfekten, aber eines guten Produktes, einer guten Dienstleistung, was wirklich das Problem deines Kunden löst, ist Marketing und Vertrieb die allerwichtigste Eigenschaft. Du musst verkaufen können. Wenn du nicht weißt, wie du verkaufst, dann kannst du das tollste Produkt auf der Welt haben und du wirst keinen Umsatz machen. Wie viele Unternehmen gibt es, die wirklich geniale Produkte haben, die von genialen Menschen betrieben werden, die wirklich smart sind, die aber keinen Umsatz machen? Warum? Weil sie nicht wissen, wie sie das Produkt an den Mann bringt. Sie wissen nicht, wie sie online Werbung schalten, ja, beispielsweise Facebook-Ads oder Google-Ads oder Newsletter-Marketing, Social Media, Suchmaschinenoptimierung, alles Mögliche. Wenn du diese Skills und zumindest einen dieser Skills nicht beherrschst und nicht weißt, wenn es Online-Business ist, wie schaltest du Werbung oder wie bekommst du Besucher auf deine Webseite und wie konvertierst du diese Besucher auf der Webseite? Oder wenn du so nicht verkaufen kannst, aber ein Offline-Geschäft hast, einen Laden hast, wo du am Anfang alleine stehst, ja, und jeder sollte den Skill des Verkaufens beherrschen. Wenn du das aber nicht kannst, dann solltest du kein Business starten. Das sind einfach grundsätzliche Dinge, die du dir aneignen musst. Du kannst natürlich Learning by Doing machen, aber du solltest jetzt nicht alles aufgeben, ein Business starten, wenn du diese essentiellen Dinge nicht beherrschst. Ja. Okay, soweit so gut. Das waren fünf Dinge, die du dir unbedingt ansehen solltest, bevor du Unternehmer wirst bzw. ein Business startest. Wenn dir das Video gefallen hat, gib dem Video einen Daumen hoch. Teil das Video mit deinen Freunden, schreib mir gerne einen Kommentar. Und wenn du dir ein Business aufbauen möchtest von null an, aber noch keine Ahnung hast, wo du starten sollst, dann klick jetzt hier auf den Link und trag dich kostenlos ein und ich verrate es dir. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute, ciao.